So, heute ein weiteres Mal von mir ein herzlich willkommen aus dem wunderschönen Budapest. Ich befinde mich jetzt die nächsten Tage noch dort. Wir sprechen heute im Video über den Cannabismarkt. Ich habe drei Titel mitgebracht, die ich für sehr interessant halte aktuell, die jetzt gerade kurz vor oder direkt schon in den Zielzonen stehen, die wir in den letzten Wochen berechnet haben. Das heißt, die Märkte haben also Gegenbewegungen abgeliefert. Wir kommen in die Zielzonen rein und sind damit bereit für weitere Käufe im Cannabismarkt. Bevor es losgeht, möchte ich mal ganz kurz noch den Blick nach draußen richten, weil es einfach so unglaublich schön ist. Ich bin wirklich sprachlos. Das ist wahrscheinlich die schönste Aussicht, die ich jemals in einem Hotel genießen durfte. Und zwar blicken wir jetzt hier unten auf die Oper von Budapest und ich habe wirklich eine Wahnsinnsaussicht darauf. Also, los geht's mit dem Video. Herzlich willkommen, mein Name ist Philipp Hopf, das ist ein weiteres Video der HKCM. Aktuell, wie schon angekündigt, noch in Budapest, im wunderschönen Ungarn. Wir werfen heute einen Blick auf den Cannabismarkt. Das wurde die letzten Tage in den Kommentaren immer wieder erwähnt, warum wir uns denn nicht einmal Canopy Growth anschauen und noch zwei weitere Titel, die ich aus unserem Cannabis-Paket mitgebracht habe. Wir gehen gerade mal kurz drauf auf unsere Homepage, schauen uns das Ganze an. Welche Titel führen wir in der täglichen Analyse? Wo ist es jetzt aktuell gerade interessant, wo werden neue Zielzonen angelaufen, die wir für die Aufstockung unserer schon bestehenden Positionen nutzen wollen. Wenn ihr was zurückgeben wollt für die täglichen Inhalte, die ich hier kostenlos bringe, Daumen nach oben da lassen und gerne einen Kommentar. Ich habe noch weitere Slots frei für diese Woche, welche Titel ihr aus unserem Analyseportfolio aktuell für sehr interessant haltet und wo ihr eine Elite Wave Analyse haben wollt. Also, wir analysieren im Cannabis-Paket Altria, Aurora Cannabis, Aurora, einer der Titel, auf die ich heute einen Blick werfen möchte. Dann Canopy Growth. Canopy Growth werden wir uns heute auch anschauen. Dann analysieren wir die Kronos Group, Curaleaf, Green Thumb Industries, Innovative Industries Properties, Jazz Pharmaceuticals, Organigram, welches den meisten wahrscheinlich auch ein Name sein wird, Philip Morris, Symbiotic aus Deutschland und Tilray Brands. So, in einigen dieser Titel stehen wir jetzt bereits in der Zielzone für Käufe. Deswegen kann ich die nicht allen Leuten jetzt einfach zeigen, auch zum Schutze unserer Abonnenten. Ich kann nur sagen, aktuell, wer Interesse hat am Cannabismarkt, schaut euch das Cannabis-Paket an, denn jetzt ist gerade der Zeitpunkt, wo wir entweder kurz vor Einstiegsbereichen stehen oder bereits die Levels erreicht haben, um direkt, also jetzt schon Einstiege zu hinterlegen, um hier langfristig vom Bullmarkt der Cannabis-Titel zu profitieren. Also, wir schauen uns das Ganze jetzt mal direkt an. Kurz vorher noch in eigener Sache. Wir haben aktuell nach wie vor bei uns im HKCM-Karrierebereich, unten in der Videobeschreibung findet ihr den Link, 10 Stellen zu vergeben in unterschiedlichsten Bereichen. Wenn ihr also jemanden kennt oder selber Interesse habt, dessen Profil darauf passen würde, wir suchen Analysten, Mitarbeiter im Kundensupport, ganz wichtig aktuell, Social Media und Marketing-Spezialist für den deutschsprachigen als auch für den englischsprachigen Bereich, weil wir uns ja jetzt auch verbreitern und auf den internationalen Markt gehen, Mitarbeiter im Zahlungsverkehr, das heißt also in der Buchhaltung, einen KI-Data Scientist, also da geht es um künstliche Intelligenz oder Redaktionsleiter, Native Speaker im Englischen, was auch immer passen soll, einfach hier direkt auf Jetzt bewerben klicken, falls es passt. Ich würde mich sehr freuen, euch in Zukunft vielleicht in unserem Team begrüßen zu dürfen. Und dann können wir zusammen solche Reisen machen nach Budapest oder in andere Städte und Länder, die wir als Firma immer wieder bereisen. So, und jetzt gehen wir direkt mal auf die Charts. Den ersten Chart und den ersten Titel, den ich besprechen möchte, ist Canopy Growth Corporation. Hat den Ticker WEED, also W-E-E-D. Und das ist der folgende Chart. Man sieht hier die alten Zielzonen, die jetzt ausgegraut sind. Ausgegraute Zielzonen signalisieren, dass sie vorbei sind, kein Einstieg mehr. Stops auf Entry ziehen, also auf den Einstieg, um keinerlei Verlust mehr zu machen. Und neue Zielzonen, die noch aktiv sind, haben immer die Farbe des Counts. Der Count, also die Elliott Wave Zählung, ist hier in diesem Leuchtgrün und deswegen ist auch die Farbe darin gehalten. Und man hat hier an der Seite die jeweiligen Fibonacci Kennziffern, die man braucht, um sich für den Einstieg und für den Stop-Out zu orientieren. Wir schauen, dass wir an sich normalerweise hier im oberen Bereich den Einstieg finden und den Stop-Out 1% unter der Unterkante
einer Zielzone setzen. So, wenn wir uns das Ganze mal anschauen, man sieht hier, wir sind hier schon recht weit fortgeschritten in Richtung einer Zielzone. Mal kurz in die Vergangenheit zurückgehen, um das auch zu überprüfen, war das hier wirklich unsere Ansicht? Dazu gehen wir auf den HKCM-Login-Bereich. Man sieht hier schon, Update zu Canopy Growth, das letzte kam am 2.5. mit einer Sondernachricht, ja, also die werden regelmäßig natürlich von uns analysiert, aber da gab es diese Sondernachricht, wo wir hier gesagt haben, innerhalb eines nur einen einzigen Tages verzeichnete unser Canopy-Papier zuletzt einen starken Anstieg von 80%, was uns nun zur aktualisierten Wellenstruktur führt. Und das heißt, dass wir damals schon gesagt haben, wir gehen davon aus, das hier war das Hoch und wir kommen jetzt hier stärker runter. Dafür haben wir jetzt diese Zielzone hier hinterlegt. Wir gehen davon aus, dass sich dann die ABC-Korrektur der grünen 2 abschließen wird. Wir also die Trendwende nach unten beenden werden, innerhalb dieser Kaufzone die Trendwende sehen, vom Abwärtstrend in den Aufwärtstrend, uns hier weiter positionieren wollen, um weitere Positionen zu kaufen, weil wir dann davon ausgehen, dass wir irgendwo hier im Bereich zwischen 4 und 8 Dollar nachher einen nachhaltigen Boden ausbauen, um dann deutlich stärker anzusteigen, und zwar in Richtung 26 CAD, wenn sich einer wundert, hier rechts oben, das sind kanadische Dollar. Warum? Weil unsere Analyse immer an der Heimatbörse getroffen wird, weil wir den originalen Kurs analysieren wollen, um hier möglichst präzise Ergebnisse zu liefern. So, also das war damals unsere Prognose vom 5. Man sieht, der Markt ist hier weiter vorangeschritten. Was wir jetzt sehen wollen, ist ganz einfach. Ich ziehe hier mal die Linie. So. Das hier ist der Bereich rund um die 12,06 Dollar bis 12 Dollar, die bisher gehalten haben. Sobald der Markt hier drunter gehen sollte, erhöhen sich die Chancen weiter, dass hier unsere Zielzone angelaufen wird. Diese beginnt hier ja mit dem 50er Retrace, dem 50er Fibonacci bei 8,72 Dollar. Wenn wir in den Bereich reinkommen, werde ich selbst weiter Positionen aufstocken. Ich habe ja das letzte Mal hier gekauft, am 25. März, davor mit einer Limit Order am 14. März. Das waren also nochmal 11 Tage davor, und dann hatte ich hier in diesem Bereich nochmal eine kleinere Position nachgekauft. Warum? Weil wir damals hier nochmal nahe an die letzte Zielzone rangekommen sind, und seitdem habe ich gewartet und gar nichts mehr gemacht. So, jetzt rennen wir dem Markt nicht hinterher. Wir wollen entweder, dass er sich die Zielzone hier noch holt, dann würde ich hier raten, direkt Limit Orders zu hinterlegen, sodass eine automatische Kauforder hinterlegt ist, wenn der Kurs reinläuft, wenn er es zum Beispiel macht wie hier, nur kurz innerhalb von 1, 2, 3 Stundenkerzen reinzugehen. Das kann ja auch nachts passieren und dann verpasst man das Ganze, dass man automatisch vom Broker hier reingenommen wird. Das gleiche damals hier, das war ein Touch and Go bei 3,75 Dollar. Der Markt hatte die obere Zielzone an der Oberkante berührt. Da sieht man wieder die starke Signifikanz und hat danach direkt abgehoben. Und wenn ich sage abgehoben, meine ich, hatte innerhalb weniger Monate 447%. Ja, das sind fast 450% im Preis zugelegt. Da möchte man nicht hinterher schauen nachher und dann mit FOMO irgendwo hier oben einsteigen. Ja, da gab es dann zwar noch diesen einen Einstieg, deswegen kann ich das immer nur wiederholen. Limit Orders hinterlegen, automatische Kauforders beim Broker. Was machen wir jetzt? Wir warten, dass der Kurs entweder hier reinkommt, dann kaufen wir nach. Wenn er das nicht tut, es gibt ja auch das alternative Szenario, Alt 1 bedeutet, er hat die 2 hier schon ausgebaut, er wird also nicht noch tiefer kommen, dann läuft er das direkt an, dann haben wir ja mehrere Käufe bereits getätigt. Wir warten hier mit unseren Gewinnen weiter an der Seitenlinie, halten diese und würden dann die Welle 4 hier handeln, dann kommt der Markt nämlich nochmal zurück, dann würden wir eine Zielzone eingehen. All das wird regelmäßig im Cannabis-Paket besprochen. Ich kann das nur sagen, wer hier seriös investieren möchte, langfristig investieren ins Cannabis-Paket, sollte sich das auf unserer Seite unter www.hkcmanagement.de anschauen. Zweiter Titel, den wir uns anschauen wollen, ist Symbiotic. SBX ist der Titel. Hier stehen wir jetzt aktuell in der Zielzone. Wir hatten damals gesagt, auch dieser hat ja schön angezogen gehabt. Hier kam in die blaue langfristige Zielzone rein, hatte dann einen ersten starken Impuls, einen Fünfteiler 1, 2, 3, 4, 5 der übergeordneten 1 ausgebaut. Und jetzt gehen wir davon aus, dass wir uns gerade wahrscheinlich noch nicht ganz nach Abschluss der Welle 2 befinden, und diesen erwarten wir beim 78,6er Fibonacci, und das wäre genau bei 6,54 €, ja, deutscher Titel, deswegen hier oben rechts in Euro gehandelt, 6,54 €, dass wir hier eine ABC der 2 haben, und dann würden wir hier nochmal ein bisschen runterkommen. Für Leute, die sagen, okay, ich will jetzt hier nicht ein Risiko eingehen, um das zu verpassen, können gerne anfangen, hier schon kleinere Positionen aufzubauen, denn wir gehen im Anschluss davon aus, dass der Kurs hier um die 7 Dollar herum drehen wird, um dann im Anschluss
in der Welle 3 übergeordnet auf über $30 zu gehen, ja? Um das mal klar zu machen, was das bedeutet. Ja? Das geht jetzt nicht in ein paar Wochen, das kann durchaus einige Monate dauern, aber da sprechen wir dann nochmal von einem Potenzial von 400%, wie man hier im Chart sehen kann, nur für die Welle 3. Dann kommt noch eine Welle 4 Gegenbewegung, die wollen wir wieder nutzen, weitere Positionen aufladen, Zielzonen setzen, einkaufen, um dann die Welle 5 mitzunehmen. Ja? Deswegen ist es wichtig, hier eine regelmäßige Analyse zu haben, auf die man sich verlassen kann. So, dritter Titel, den wir besprechen wollen, auch interessant, auch stark angelaufen, auch kurz davor die Zielzone anzulaufen, ist Aurora Cannabis, Ticker ACB. Da hatten wir eine alte, ausgegraute Zielzone. Tief wurde damals angelaufen bei $3,84. Hier sind wir bei CAD. Warum? Weil die in Kanada gehandelt werden. So, und da hatten wir hier das Tief. Und seitdem unser Einstiegspunkt getroffen wurde bis zum Hoch, wie lange waren das? Das waren dann 47 Tage, hat der Titel hier immerhin 235% zugelegt. Wir gehen davon aus, das ist ein bisschen eine andere Zählung jetzt, was wir hier haben, dass wir die Welle 1 hier bereits am 4. April fertig gemacht haben und dann brauchen wir eine ABC-Korrektur für die Welle 2. Und jetzt denken sich wahrscheinlich manche, ja, aber das kann doch nicht sein. Die Welle B steigt hier über das Hoch der Welle 1. Ja, das geht. Das nennt man eine überschießende Welle B. Haben wir beispielsweise im Kryptomarkt sehr oft. Das ist dann also eine Bullenfalle. Die Leute denken, ah, das bisherige Hoch wurde überschossen. Jetzt gehen die ganzen Volumentrader hier rein und werden dann getrappt und hier rausgewaschen wieder aus dem Markt. Wir hatten dann also hier das Hoch bei $12,85. Gehen davon aus, dass wir in der Welle C noch in diese Zielzone reinkommen. Das ist die auf Basis der Elliott-Wellen berechnete Zielzone für den Abschluss der Welle 2. Hier innerhalb dieser Zone könnte man weitere Positionen aufstocken. Wir gehen dann auch bei Aurora auf, dass wir dann irgendwo, wenn wir jetzt hier den Optimalbereich nehmen, 123,6er, $7,34, dass wir dann im Anschluss auf deutlich über $18 steigen könnten. Ja, auch das kann sich deutlich weiter extendieren. Also auch hier nochmal sehr hohe Chancen. Ich würde sowieso immer, da sprechen wir auch nochmal von knapp 200%, ich würde sowieso immer mein Kapital diversifizieren. Wenn man jetzt hier irgendwas sieht, dann nicht wieder Philipp, ich habe hier alles auf eine Karte gesetzt, so eine Scheiße, jetzt ist es ja doch nicht 400% gestiegen. Das ist einfach die Handlung von Idioten. Wir diversifizieren unser Kapital innerhalb einer Branche. Wir teilen unser Kapital also auf, wir verteilen unser Risiko innerhalb des Cannabis-Bereiches. Deswegen, wie ich schon gesagt habe, wir haben ja noch andere Titel, die wir führen, die stehen teilweise schon in den Zielzonen, da können also direkt Positionen hinterlegt werden. Nutzt das Ganze gerne. Ich hoffe, das Ganze war ein Mehrwert heute, dass ich hier drei weitere Cannabis-Titel durchgegangen bin. Schreibt jetzt in die Kommentare rein, welche Titel ihr jetzt in den nächsten Tagen von mir haben wollt. Ich wünsche euch allen jetzt eine wunderschöne Handelswoche. Macht's gut. Danke.